Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich euch mal wie gewünscht ein Update zu Mikado geben und ich muss erstmal schauen, wo wir überhaupt beim letzten Mal stehen geblieben waren. Ja, nach jedem schönen Sommer draußen auf der Wiese folgt halt auch leider wieder ein Winter und im Winter geht es dann halt einfach wieder in den Stall. Dort stehen die dann immer tagsüber in Gruppen auf dem Paddock und nachts halt in der Box. Ja, der Winter war auch relativ kalt und ab und zu auch mal nass. Da ist natürlich immer nicht sehr viel mit viel spazieren gehen und draußen sein. Wir hatten halt auch teilweise echt Probleme mit der Glätte, dass wir da überhaupt nicht rausgehen konnten und natürlich auch nichts auf dem Reitplatz oder so machen. Aber auf dem Paddock hatte er auch viel Spaß mit seinen Kumpels. Wir haben das Glück, in unserem Stall eine Halle zu haben und die Halle haben wir natürlich dann im Winter auch häufig genutzt. Wir haben auch viel auf dem Platz gearbeitet. Was wir gemacht haben, ist viel Bodenarbeit, sei es mit Dualgassen oder Stangen oder so. Auf jeden Fall auch Schrecktraining und wir haben auch noch mal das Tricktraining angefangen. Da haben wir ihm halt einfach so ein bisschen Quatschsachen beigebracht, um ihn einfach zu beschäftigen. Wir arbeiten halt auch immer mit Belohnung, weil irgendwie müssen wir ihn ja motivieren, wenn er was richtig gemacht hat, dass das gut war. Und da kriegt er dann immer ein Stückchen Möhre. Mikado ist grundsätzlich ein sehr entspanntes Pferd, würde ich sagen, der sich halt auch sehr gut mit den ganzen Pferden versteht. Er spielt natürlich gerne und geht auch mal gerne damit dann den älteren oder anderen Pferden auf den Keks. Aber das ist halt so und eigentlich findet er halt auch immer irgendwie einen Spielpartner. Also da muss halt jeder mal ran und er versteht sich halt auch mitgeben. Besonders gerne spielt er halt auch wieder mit dem jungen Shetty. Das ist natürlich so langsam nicht mehr ganz so seine Größe. Ja, im Winter hatte er, beziehungsweise dann Richtung Frühling hin, hatte er so eine kleine Phase, was tatsächlich bei den meisten Pferden so ist, ist, dass die halt, ja, wenn es kalt ist und dann Richtung Frühling, Frühlingsgefühle, so eine Mischung, dann werden die sehr spritzig. Das hatte er tatsächlich auch. Da war dann mit rausgehen überhaupt gar nichts zu machen, weil er wirklich ja so getan hat, als würde er sich erschrecken. Also er hat die ganze Zeit in die Gegend geguckt, das nennt man guckig sein. Und hat irgendwas gesucht, wo er so tun kann, als würde er sich erschrecken, damit er dann rumlaufen, abspacken und alles kann. Also das war eine relativ schwierige Phase, wo wir halt lieber nicht so viel mit ihm rausgegangen sind. Da haben wir halt dann mehr Platzarbeit gemacht und genau. Und ansonsten haben wir dann ohne Ende Winterfell runtergeschubbert, runtergeputzt, weil ja, das juckt natürlich wie Sau und das findet er halt super gut. Also ja, grundsätzlich ist er halt eh, also wirklich top, muss ich sagen. Der steht am Anbinder wie eine Eins. Wie gesagt, ist super freundlich. Mit dem kannst du im Normalfall auch rausgehen, wenn es gerade nicht so eine schwierige Phase ist. Genau. Ja, aber wie jedes Jungtier hat er, also junge Pferd, hat er halt auch wirklich mal Tage, wo es halt schlechter ist und es gibt Tage, wo es besser ist. Es gibt Sachen, die fallen ihm noch ein bisschen schwer. Es gibt Sachen, die kann er. Dann gibt es auch mal Tage, wo er keinen Bock hat oder wo er Sachen hinterfragt. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen immer ein Auf und Ab. Ja, Mikado ist ja jetzt mittlerweile 2 Jahre alt, im April 2 Jahre geworden und ja, wir longieren ihn halt auf dem Platz. Da er erst 2 ist, ist das Ganze noch. Also wir nutzen halt den ganzen Platz. Wir nutzen also nicht gerne Zirkel. Wir machen auch nur kleine. Ja, also wir trainieren insgesamt vielleicht 20 Minuten mit ihm, was am Tag halt echt wenig ist. Wenn er mal richtig gut drauf ist und man halt merkt, dass er will, dann machen wir auch mal ein bisschen länger, aber das besteht dann halt auch nie nur aus Longieren. Aber uns ist es halt einfach wichtig, dass er das kennenlernt.
Es ist halt auch so, dass zum Beispiel in Österreich, wo die Pferde ja teilweise auch noch zum Baumrücken oder jetzt wieder zum Baumrücken benutzt werden, die Norika, ist es ja zum Beispiel auch so, dass die halt bis 2 quasi nur auf der Koppel stehen. Von 2 bis 3 Jahren lernen die dann quasi spielerisch oder, naja, was heißt mehr oder minder spielerisch, aber die lernen dann alles kennen, was ihre Aufgabe ist und gehen tatsächlich dann mit 3 Jahren schon in die Arbeit. Das heißt, ja, wir machen das jetzt nicht so viel anders, nur dass wir uns in dem Sinne etwas mehr Zeit lassen. Wir haben halt schon relativ früh angefangen, ja, ihn an einer Longe zu haben, da er tatsächlich im Reitplatz mal über den Zaun gesprungen ist. Wir dürfen nämlich ihn auch theoretisch freilaufen lassen auf dem Reitplatz. Das hat leider nicht funktioniert. Und deshalb ist halt immer die Longe dran und es geht erstmal nur darum, dass er auf Befehl Schritt, Trab und mittlerweile auch Galopp macht. Galopp fällt ihm noch sehr schwer. Da braucht er auch sehr viel ja, Hilfe noch. Deswegen ist die Longe auch oft dann sehr gespannt. Und er braucht auch noch viel Motivation, dass wir ihn da so ein bisschen anfeuern und hinter ihm herlaufen. Weil es ihm halt schwer fällt, den Galopp. Da muss man ihn halt sehr motivieren, ein bisschen scheuchen, dass er das schafft zu halten. Also wer sich wundert, dass wir da dann teilweise wie die Bekloppten mitlaufen. Aber er macht es gut und ihr könnt ja auch in dem Video sehen, dass wir ihn halt, wenn er da versucht hat, eine Runde mal zu galoppieren, dass wir ihn dann reinholen, ihn loben, dass er dann seine Belohnung kriegt. Und es macht ihm super Spaß. Er entscheidet teilweise auch selber, dass er über die Stangen geht, was er auch super macht und was einfach halt auch für den Muskelaufbau ganz gut ist. Was wir auch angefangen haben, ist tatsächlich schon Doppellonge. Wir sind da jetzt auch nicht so die Profis, aber es geht halt erstmal nur darum, dass er versteht, dass man auch mal hinter ihm geht, dass er versteht, da sind 2 Longen dran, dass er versteht, die Longe kann auch mal um meine Beine quasi rumlaufen, ohne dass da jetzt irgendwas Dramatisches ist. Das Ganze machen wir, also gerade auch dann in dem Sinne Longieren, machen wir halt auch mal mit einem Reitpad, mit einem Longiergurt, einfach, dass er das alles mal kennenlernt. Wo dann das Wetter besser war und seine Stimmung auch wieder etwas entspannter, sind wir dann wieder mit ihm spazieren gegangen. Das ging dann wieder super. Also wir hatten halt echt schon Sorge, oh, das wird jetzt ein Thema, wenn wir das jetzt so ein paar Tage vermieden haben, ein paar Wochen sogar. Aber das war dann gar kein Thema mehr. Dann ging es schon Richtung Anweiden langsam los. Und dann, ja, nach dem Anweiden ging dann auch schon der Weideauftrieb bald los. Dieses Jahr leider relativ spät, erst im Juni. Ja, weil einfach die Wiesen noch nicht so weit waren. Es ist ja überall viel zu trocken. Und genau, da stehen die jetzt wieder alle zusammen. Aber das ist für Mikado halt echt auch kein Problem. Also er versteht sich halt einfach mit jedem. Ja, wie schon erzählt, gibt es halt immer im Training so ein bisschen ein Auf und Ab. Wir hatten die ersten Tage wieder Probleme, ihn von der Wiese zu holen, aber da haben wir uns tatsächlich schon drauf eingestellt. Es ist halt einfach, wenn die dann in der Herde Tag und Nacht zusammenstehen, ist es halt einfach sehr schwierig für die Pferde am Anfang, dass sie die Herde dann verlassen müssen, um zum Stall zu kommen. Ja, wir haben ihn dann aber halt einfach täglich darunter geholt. Es gab halt Diskussionen in Richtung steigen, stehen bleiben, versuchen sich loszureißen und zurückzurennen. Da mussten wir sehr, sehr streng sein und da hat er auch sicherlich mal den einen oder anderen Klaps mitbekommen, weil es einfach nicht geht, dass da 500 Kilo sich versuchen selbstständig zu machen. In dem Sinne war er aber nie gefährlich uns gegenüber, also es war nie seine Absicht, uns zu verletzen, aber ja, er darf einfach mit so einem Verhalten nicht durchkommen, das geht halt einfach nicht und ja, so hat man halt dann mal wieder ein paar Wochen Diskussion, wo man auch nicht unbedingt Lust hat, dann zu dem Stinkstiefel zu gehen. Aber über die Phase sollten wir jetzt auch drüber sein. Und genau, wir arbeiten jetzt weiter mit ihm, gehen spazieren, baden gehen wir auch wieder, was ihm sichtlich Spaß macht. Und genau, gewachsen ist er halt auch auf der Wiese jetzt. Die paar Wochen, die sie da stehen, hat er schon wieder einen Schuss gemacht. Der ist jetzt ungefähr 1,50 groß, was mir definitiv reicht. Also ich fände es schön, wenn er nicht mehr so viel wachsen würde, aber ja, wir werden es einfach sehen. Ja, ansonsten ist unser Plan jetzt einfach so weiterzumachen.
Wir gehen jetzt halt wirklich langsam schon an der Longe Richtung Muskelaufbau, deswegen auch viel Stangenarbeit. Natürlich auch immer spazieren gehen zum Ausgleich, baden gehen zum Ausgleich, dass natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Weiter Schrecktraining, weil man kann einfach nicht, wenn man das letzte Mal vor einem Monat geübt hat, kann man halt nicht davon ausgehen, dass das dann wieder klappt. Das heißt, da können wir noch mal auf jeden Fall immer mal öfter wieder regelmäßig dran gehen, dass wir da weitermachen. Tricktraining wäre auch noch gut, dass er, also er lernt jetzt gerade schon das Verbeugen, dass er nimmt den Kopf runter und das Bein hoch. Und jetzt müssen wir nur noch mal hinkriegen, dass das Bein dann auch, das jetzt anwinkelt und ablegt auf dem Boden. Da müssen wir noch mal ein bisschen rein investieren, wo ich aber ehrlich sagen muss, ich bin auch nicht so der Tricktrainer. Dann wollen wir jetzt selber mal Reitunterricht nehmen, damit wir einfach gut vorbereitet sind, um Mikado dann einzureiten, weil wir tatsächlich planen, naja, wenn er so ungefähr 3 ist, wir müssen mal ein bisschen gucken. Wir machen das jetzt nicht fix, aber ungefähr wenn er 3 wird und wenn er dann nicht gerade eine blöde Phase hat und wenn er nicht gerade völlig überbaut ist, wollen wir dann halt schon anfangen, uns draufzusetzen. Davor werden wir allerdings erstmal noch ihn longieren. Wir werden uns wahrscheinlich so eine Art Puppe bauen, dass er auch schon mal ein bisschen Gewicht auf dem Rücken bekommt. Halt ohne, dass da jetzt irgendwie ein Reiter ist, sondern erstmal, dass er ein bisschen Gewicht hat. Dient ja dann auch dem Muskelaufbau. Wir wollen mit ihm, dass er den Reitplatz abziehen kann später, also dass er da auch lernt, was zu ziehen, einfach um auch da Muskeln aufzubauen. Und dass er dann, wenn er 3 ist, dass wir dann anfangen, uns draufzusetzen. Wobei damit halt auch erstmal nur gemeint ist, ich steig auf, setze mich drauf, steig wieder ab und er bleibt stehen. Also er macht das jetzt schon gut, weil wir jetzt schon anfangen, dass er einparkt an einer Aufstiegshilfe, dass wir einfach mal so das Bein auf seinen Hintern legen und uns mit den Armen so ein bisschen drüber und ihn auf der anderen Seite kraulen und sowas. Also so Kleinigkeiten lernt er halt schon. Und genau, wenn er dann 3 ist, dann soll halt so das erste Gewicht drauf kommen. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und wie er das so mitmacht. Und dann werden wir das halt immer von Monat zu Monat, sage ich jetzt mal, steigern. Und unser Ziel ist es halt erstmal, dass man dann halt zum Beispiel mit ihm spazieren geht. Einer sitzt drauf, einer nimmt ihn an der Hand oder auch das auch auf dem Reitplatz macht und so. Dass er erstmal sich daran ganz entspannt gewöhnen kann. Und wir haben Zeit. Und das heißt auch nicht, dass dann da jede Woche, wenn er 3 ist, einer drauf sitzt oder so. Aber wir werden das halt langsam steigern. Genau, aber das ist ja noch fast ein Jahr hin. Also von daher, ja, werden wir dahin erstmal viel Vorbereitung machen. Ihn nochmal longieren mit irgendwas, was rechts und links am Longiergurt baumelt und so weiter und so fort. Also da ist noch mehr als genug zu tun. Gesundheitlich haben wir bei ihm auch noch die ein oder andere Baustelle. Also er hat sich mittlerweile fast die komplette Mähne abgeschubbert und auch abgekaut, sicherlich mit den anderen Pferden. Aber er hat halt auch so stark Schuppen und so. Und naja, wir haben jetzt eine Blutabnahme gemacht, haben Futter komplett umgestellt, da er doch ein paar Allergien hat gegen Hafer, Weizen und Luzerne zum Beispiel. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir da mit Haut und Mähne irgendwie ein bisschen besser klarkommen. Seine Leberwerte sind mal wieder nicht so toll. Woher das jetzt wieder kommt, wer weiß das schon. Da unterstützen wir ihn jetzt wieder. Ursachen, Gründe gibt es nicht wirklich. Ja, dann anmerken tut man ihm übrigens auch nichts. Und dann hatte er eine Wunde. Das hat uns jetzt auch im Training natürlich, ja, was heißt zurückgeworfen? Zurückgeworfen würde ich gar nicht mal sagen. Aber er konnte halt 2 Tage lang komplett nicht gehen, weil sich die Wunde voll entzündet hatte. Da war er dann 2 Tage im Stall und dann ist er wieder auf die Wiese und dann hatten wir wieder Diskussionen auf der Wiese, also ja, oder um ihn von der Wiese zu holen. Also man wird halt auch ab und zu einfach mal zurückgeworfen, beziehungsweise muss seinen Plan ändern. Da hast du vielleicht geplant, ach, heute probieren wir mal da und da was Neues aus und dann hast du aber ein ganz anderes Problem, weil du dein Pferd nicht von der Wiese kriegst und dann ist das Training quasi plötzlich verlagert und das Training geht dann darum, ihn einfach nur von der Wiese zu bekommen.
Aber wie gesagt, bei all den Problemen in dem Sinne, die wir haben, haben wir halt trotzdem immer noch unserer Meinung nach einen Top-Wert. Wir können den ganz locker auf- und abhalftern auf der Wiese, ohne dass der irgendwie wegrennt oder so. Das machen ja andere Pferde, die wesentlich älter sind, auch mal. Ja, Hufe geben und alles ist so kein Problem. Natürlich ist ein junges Pferd gerade beim Hufschmied, wenn ihm das dann zu lange dauert, dann hat er manchmal auch keinen Bock mehr oder so, ne? Aber prinzipiell sind das so viele Themen, die er halt einfach gut meistert. Und es ist tatsächlich so, auch wenn er Theater macht, so von der Wiese oder sich was sucht, wo er sich erschreckt auf dem Platz auch manches Mal, um dann einfach Lust zu galoppieren und auch mal zu buckeln oder so. Dann ist er trotzdem total chillig, zum Beispiel beim Spazierengehen, was man ja gar nicht vermuten würde. Jeder würde ja denken, oh Gott, wenn er jetzt auf dem Platz und so ist, bloß nicht spazieren gehen oder so. Das kannst du halt mit ihm trotzdem machen. Und also ja, es ist halt so, es ist halt ein junges Pferd und jeder Tag ist anders und da muss man sich dann immer halt spontan drauf einstellen. Aber ich würde sagen, dass wir generell sehr, sehr gut klarkommen und genau, jetzt müssen wir nur noch mal unser reiterliches verbessern, einfach schon mal anfangen, damit wir dann später mit ihm zusammen das lernen können, dass wir ihm was beibringen können und helfen können auf dem Weg halt zu einem guten Reitpferd. Genau, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und im nächsten Video wird es dann die Fragerunde geben. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.